Hallo meine Lieben, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, muss ich mich erstmal bei euch bedanken. Wir haben nämlich nun die 80.000 Abonnentenmarke überschritten und das ist weitaus mehr, als ich mir hätte jemals vorstellen können. Ein ganz großes Dankeschön an euch, die mir immer so fleißig zuhören, kommentieren, teilen und liken. Aber kommen wir zum heutigen Extra-Video. Viele von euch haben mich gefragt, ob ich Samstag denn nicht ein paar Videos im Rahmen der MDS Classics posten könnte. Also Videos, die schon älter sind, also als wir noch recht wenige hier waren und nicht so die Beachtung gefunden haben, die sie eigentlich verdient haben. Und dazu gehört auch das heutige Video über eine mysteriöse Treppe mitten in der Wüste Ägyptens. Genauer gesagt, ganz nahe den Gizeh-Pyramiden. Und anscheinend hat dieser mysteriöse Eingang auch etwas mit der sogenannten vierten Pyramide zu tun. Ein Bau, der noch weit vor der großen Pyramide entstanden sein soll. Und eben jene mysteriöse Treppe führe zu einem ganzen Netzwerk aus Tunneln, mitten unter dem Gizeh-Plateau. Eine wirklich hochspannende Entdeckung, die kaum bekannt ist. Wer sie also noch nicht kennt, der kann sich in den nächsten Minuten auf den wirklich abenteuerlichen Bericht der Forscherin freuen, die sie entdeckt hat. Diese mysteriöse Treppe mitten in der Wüste. Wie immer direkt nach dem Intro. Eine Treppe mitten in der ägyptischen Wüste. Um sie herum nichts als der staubtrockene Sand. Sieht man sie von weitem, erkennt man ein paar Stufen, die ins Nirgendwo zu führen scheinen. Bei näherer Betrachtung werden ihre ganzen Ausmaße ersichtlich. Eine riesige Treppe, die in einen schmalen Graben hinunterstürzt. Wo mag sie wohl hinführen? Um das Geheimnis dieser Anomalie zu lüften, führt uns der Weg zur sogenannten vierten Pyramide, einem weiteren großen Bauwerk neben den bekannten Pyramiden auf dem Gizeh-Plateau, denjenigen, die den Pharaonen Cheops, Khefren und Mykerinos zugeschrieben werden. Hierbei handelt es sich um die Ratschedew-Pyramide. In Abu Rawash, kaum 8 Kilometer von dem Dreigestirn entfernt, soll sie vom gleichnamigen König erbaut worden sein. Sohn und Nachfolger von Cheops. 4600 Jahre sollen seitdem vergangen sein. Heute ist diese vierte Pyramide nur noch ansatzweise zu erkennen. Mehr ein Steinbruch als ein prunkvolles Relikt aus einer Zeit, als die großen Pharaonen das Land regierten. Und doch ist dieser Hügel, auf dem sie errichtet worden ist, heute weitaus mysteriöser als das weltbekannte Gelände der drei großen Pyramiden. Dabei gelingt es immer wieder, dem geheimnisvollen Abu Rawash-Gelände einen Teil seiner Geheimnisse zu entlocken. Ägyptologen und Archäologen stellen sich meist jahrelang der Bürokratie der ägyptischen Altertumsbehörde entgegen. Wenn sie Glück haben, dürfen sie für einen kurzen Moment einen Blick auf die Dinge werfen, die vor ihnen zuvor nur sehr wenige erblickt haben. Einer dieser auserwählten Menschen ist die französische Schriftstellerin, Forscherin und Entdeckerin Antoine Gigal. Sie hat nicht nur die letzten 20 Jahre hauptsächlich in Ägypten gelebt, sondern dort alles erkundet, was ihr möglich war. Insbesondere die abgelegenen archäologischen Gebiete, die der Weltöffentlichkeit nicht bekannt sind. Abgesperrte Bereiche, die der Zivilbevölkerung nicht zugänglich sind. Militärisch bewachte Ruinen, von denen man sich fragt, welche Geheimnisse sie verbergen müssen, wenn der Staat seine Bedienstete diese rund um die Uhr in der heißen Sonne überwachen lässt. Und so auch auf dem Abu Rawash-Hügel, dem Standort der vierten Pyramide. Gigal lässt uns teilhaben an ihren faszinierenden Funden. So berichtet sie auch von ihrem Besuch des mysteriösen Geländes. Sie habe zuerst eine halbe Ewigkeit im prunkvollen Büro des Sicherheitsdirektors verbringen müssen, um einen Sonderausweis zu erhalten. Doch nach dem langen Warten und der 10-minütigen Fahrt durch den Staub wusste sie, die Strapazen hatten sich gelohnt. Sie erinnere sich noch sehr gut an die Beschreibung in einem alten Reiseführer, als die Gegend noch öffentlich zugänglich war.
einer der älteren archäologischen Stätten, die selten besucht wird, weil es wirklich nicht viel zu sehen gibt. Die Erwähnung, es gäbe nur noch wenige uninteressante Ruinen, passte einfach nicht zu dem, was sie gerade sehe. Allein der Blick raubte ihr den Atem. Direkt vor ihr, auf der anderen Talseite, sah sie die drei Pyramiden des Gizeh-Plateaus. Ein Anblick aus einem Winkel, den nur wenige Menschen zuvor und noch wenigere Menschen nach ihr hatten. Doch dieser reine prachtvolle Anblick sei nicht das gewesen, was sie so erstaunte. Die Lage, die Struktur, der Aufbau, das alles gebe zu denken übrig. Es mache den Eindruck, als würde das Gizeh-Plateau hier fortgesetzt werden. Vielmehr noch, als hätte hier der Bau angefangen und nicht dort, wo heute tausende Touristen hinströmen. Ein viel besserer strategischer Punkt, denn von hier aus, vom Abu Ravesh-Hügel, kann man das gesamte Gebiet überblicken. Die Pyramiden, das Flussdelta, das große Tal, die Straßen nach Kairo. Ein ganz besonderer, zentraler Punkt, den schon Napoleon dazu nutzte, um seine Feinde im Auge zu behalten. Diese Pyramide hier, die nördlichste all jener, sollte nicht als die vierte Pyramide bezeichnet werden, sondern als die erste. Wie prachtvoll muss sie gewesen sein, von dessen Existenz nur noch die wenigen Blöcke aus Kalkstein zeugen. Einige Ägyptologen wollen sie gar höher als die große Pyramide geschätzt haben, andere wiederum sehr viel kleiner. Einig sind sich heute die Altertumsforscher nicht. Aus den letzten 300 Jahren weiß man nur, dass ihre perfekt quadratischen Steine von ihr getragen wurden. Trotz aller vorherigen Zweifel ist man sich heute aber sicher. Die Radjedev-Pyramide war kein unvollendeter Bau. Sie erstrahlte zu ihrer Zeit ebenso prachtvoll wie ihre berühmteren Geschwister. Welche Funde zeugen von einer viel größeren Bedeutung der Radjedev-Pyramide, als man uns heute weismachen will? Muss gar die Geschichte Ägyptens völlig neu geschrieben werden? Was zeigen die neuesten Aufnahmen von dieser mysteriösen Treppe mitten in der Wüste? Und wohin führt sie? Antoine Gigal entdeckte an der Radjedev-Pyramide viele faszinierende und bemerkenswerte Dinge. Sie stieg tief in die sogenannte Königskammer herab, die nur zugänglich war, da ein 80-Tonnen-Kran die Steine wegschaffte, die den Eingang vor Jahrtausenden verschloss. Sie entdeckte riesige Blöcke, die alles andere als aus dem Steinbruch geschlagen aussahen, sondern viel eher, als hätte man sie gegossen. Auch ermittelte sie, dass diese einzigartige Pyramide nicht wie üblich in Ost-West-Richtung gebaut wurde, sondern nach Nordosten ausgerichtet wurde. Und sie sah die Erkenntnisse ihrer Forscherkollegen bestätigt, dass die Radjedev-Pyramide einst aus poliertem Granit bestand, überzogen mit einer Gold-Silber-Kupfer-Legierung. Doch dies alles wurde von einem Fund übertroffen. Etwas, das so unwirklich erscheint, dass es jeden, der es sieht, ins Staunen versetzt. Als Antoine Gigal die Besichtigung der alten Ruine der Radjedev-Pyramide abgeschlossen hatte, schlug ihr Sicherheitsbegleiter vor, sich noch etwas anderes anzusehen. Etwas, das er einen römischen Brunnen nannte. Gigal war wenig begeistert. Schließlich hatte sie diese viel später erbauten Brunnen schon so zahlreich gesehen. Doch solch einen in dieser Gegend kannte sie nicht, und so stimmte sie zu. Abermals fuhr der Jeep durch die holprigen Pisten und dem heißen Sand, hindurch durch ein Gebiet, das mit Stacheldraht und Wachtürmen umzäunt war. Nun, nur noch zu Fuß unterwegs, mussten sie noch einen kleinen Anhang hinauf. Endlich an diesem unwirklichen Ort angekommen, erblickte Gigal in der Ferne Außergewöhnliches, und je weiter sie diesem kam, desto klarer wurde ihr, das, was sie sah, hatte sie zuvor noch nie gesehen. Eine riesige Passage von Stufen, die tief in den ägyptischen Boden reicht. Ein enger Gang, der zu etwas führt, das diesem riesigen Eingang gerecht werden müsse. Und das soll ein römischer Brunnen sein, was meinte ihr Begleiter damit? Egal was es war, ein Brunnen aus der Zeit der römischen Besiedlung war es keineswegs. Ihr Sicherheitsbeauftragter schlug vor, die Treppen hinunterzugehen. Die Steigung betrug anfangs etwas mehr als 15 Grad, wurde dann noch steiler und führte 80 Meter weiter in die Tiefe. Die kurzen und glitschigen Stufen machte es den beiden immer schwerer, weiter ins Ungewisse vorzudringen. Doch auch schon bevor sie unten ankam, bemerkte Gigal die Besonderheit dieser Treppe mitten im Nirgendwo.
Die Wände neben ihr waren einzigartig glatt, perfekt bearbeitet, als hätte man sie mit einem modernen Schleifgerät abgeschmiergelt. Und die Konstruktion war altägyptisch, als habe man ein unterirdisches Netzwerk errichten wollen. Zwei unzugängliche Schächte an den Seiten des Gangs überzeugten sie. Es muss mit einem Tunnelsystem verbunden gewesen sein. Durchaus möglich, dass sie in der römischen Besatzung dazu diente, Amphoren und andere Behälter kühl zu halten. Erschaffen haben es die alten Römer aber nicht. Doch kamen ihr auch Zweifel auf, ob die alten Ägypter dies zustande hätten bringen können. Die Technik, um diese Perfektion zu erreichen, besaßen sie laut offizieller Geschichtsschreibung bei weitem nicht. Weitere 15 Meter tiefer wurde ihr Abstieg gestoppt. Ein Teich mit dunklem, schlammigem Wasser, in dem einige zerlumpte Sträucher wuchsen, beendeten schließlich ihren Abstieg. Auch die neuesten Bilder mit einem viel deutlicheren Blick auf die unterirdische Treppe vermögen das Geheimnis um diese nicht zu lüften. Was mag wohl Monumentales dahinter liegen, wenn der Weg dorthin schon so gigantisch ist? Das Geheimnis um diese Treppe mitten in der ägyptischen Wüste ist noch lange nicht gelöst. Wer hat sie wohl erschaffen? Wohin führt sie? Was verbirgt sich hinter dem Wasser? Führt sie etwa zu einem ganzen Netzwerk aus Tunneln, liegend unter dem Gizeh-Plateau? Ja, Fragen, die wohl erst dann gelöst werden können, wenn man die alte Ruine aushebt. Bis dahin darf unsere Fantasie dazu dienen, sich vorzustellen, was sich dahinter befindet. Doch schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.